Der Fahrer fliegt laut Augenzeugen rund 30 Meter durch die Luft. Sein Fahrzeug geht danach in Flammen auf. Am Ende bleibt nur noch ein verkohltes Stück Metall. Der Motorradfahrer ist dann leider hier vor Ort verstorben. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen wundervollen Video auf diesem Kanal. Heute mit einem nicht so wunderschönen Anlass wie sonst. Ich befinde mich gerade irgendwo zwischen Berlin und Bremen auf einer Raststätte, auf einem Autohof mit meinem Transporter und meinem Motorrad hinten drin. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Da steht das wunderschöne Schmuckstück. Ich bin gerade auf dem Weg nach Bremen, weil in Bremen ein Motorradfahrer verstorben ist. Finn war sein Name. Und die Organisatoren haben mir sehr, sehr viel geschrieben. Und ich habe mir gedacht, wenn einer von meinen Freunden versterben würde, egal welcher, und ich würde eine Ausfahrt organisieren, einen Rideout, um an ihn zu gedenken, dann würde ich, glaube ich, wenn jemand mit einem Transporter aus Bremen kommt und das Motorrad da anfängt auszuladen, in Emotionen aufgehen, weil es mir so viel bedeuten würde. Und ich habe mir gedacht, wenn ich sowas von anderen Menschen erwarte oder mich freuen würde, dann komme ich auch vorbei. Aber nicht nur das, also die Organisatoren haben mir auch geschrieben, dass Finn ein Zuschauer von mir war oder meine Videos kannte auf jeden Fall irgendwie so. Da habe ich gedacht, Digga, ich habe Sonntag Zeit, komm, scheiß drauf, ich miete mir einen Transporter, mache mich auf den Weg, bin jetzt um 6 aufgestanden, jetzt seit schon anderthalb Stunden unterwegs und komme nach Bremen gefahren, um nicht nur dafür zu werben und meine Reichweite dafür zu nutzen, sondern selber auch teilzunehmen. Wenn ich sowas organisieren würde, ich würde mich so dermaßen freuen, wenn Leute aus Bremen kommen. Ja, und deswegen mache ich das Ganze heute für Finn, unseren verstorbenen Bruder. Es ist leider die traurige Realität. Es wird auch kein lustiges, spaßiges Video, wie man sonst gewohnt ist. Klar, wir wollen jetzt hier auch keine trübe Stimmung komplett blasen. Zum Motorradfahren gehört leider auch genau das Ableben von Menschen, genau der Tod. So unwahr man es selber auch für sich haben will und so wenig man von sich selber glaubt, dass einem sowas passieren kann, kann es einem jedem von uns auf den Straßen irgendwie immer mal wieder passieren. Und ja, so traurig es auch ist und so... Ja, man will es eigentlich nicht akzeptieren, man will es nicht so auf dem Schirm haben, ist es halt trotzdem das, wie es ist. So. Und umso mehr müssen wir an die gedenken, die halt ja nicht mehr da sind. Ich habe damals schon die Ausfahrt für Mitch mitgefilmt, das blende ich mal hier oben ein, das könnt ihr euch ja auch angucken, wenn ihr wollt. Und ich habe natürlich auch hier wieder mit den Veranstaltern gesprochen, ob es okay ist, überhaupt so ein Video zu drehen, weil ich niemanden auf den Schlips treten will oder sonstiges. Und auch die Veranstalter meinten, es ist vollkommen okay, die wollen die Videos haben, die wollen die sehen, die freuen sich darüber, wenn diese Erinnerungen aufgezeichnet werden, egal wie viele es machen. Und genau deswegen filme ich das Ganze heute auch im Prinzip, um auch Erinnerungen zu schaffen für Angehörige, für Freunde, für wen auch immer, den das erreichen muss. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg. Wir fahren jetzt bis nach Bremen. Das sind jetzt noch so circa 2,5 Stunden. In Bremen werde ich das Motorrad ausladen und dann müsste auch schon eine Stunde später circa die Ausfahrt beginnen. Ich nehme euch mit. Wir werden heute sehen, was da so passiert und wie es passiert. Dann würde ich sagen, ab geht der Peter. Wir haben aber schon tatsächlich ein Problem. Ich habe hier eine USB-Ladedose und ich dachte, man kann da sein Handy laden. Kann man nicht. Ich habe kein Ladegerät oder so dabei. Heißt, wir müssen heute irgendwie noch eine Powerbank organisieren bei der Ausfahrt. Und guckt euch mal bitte an, ich muss es mal ganz kurz filmen, wie wunderschön diese Motorräder in Transportern aussehen. Ich weiß nicht warum. Das hat einfach irgend so eine bestimmte Ästhetik an sich. Das ist echt grandios. Naja, machen wir uns erstmal auf den Weg nach Bremen und sehen uns gleich wieder. Wir sind jetzt gleich da. In Bremen, Arsen. Ich glaube noch 5 Minuten oder so, 4 Minuten noch, irgendwie so. Bike ist hinten noch fest drin, alles super. Cool. Gleich müssen wir da sein. Und die Leute warten schon auf mich, also nicht die Leute, sondern der Veranstalter. Ich freue mich richtig gleich drauf, auf den Parkplatz raufzufahren mit dem Transporter. Ich werde mich da so boshaft hinstellen, einfach mit dem Transporter. Aber ich bin ein bisschen nervös. Sei ich auch ehrlich. Ich hoffe, das Problem ist, ich kann den Transporter nicht so gut einschätzen. Und ich hoffe, ich finde einen Parkplatz. Parkplatz, bei dem ich raufpasse. Ach du Scheiße. Das ist voll. Was ist das denn? Da sind so viele Leute. Es geht jetzt in einer halben Stunde los. Alter, das ist voll. Also voll. Okay. Ich muss noch Motorrad ausladen. Ja, okay. Moin. Moin. Flughafen. Der muss halt lieber. Ja.
Leider läuft nicht immer alles, wie man sich das vorstellt, und an diesem Tag ist mein Mikrofon kaputt gegangen. Trotzdem habe ich einen Ton, zwar in schlecht, aber das werdet ihr jetzt gleich noch hören. Der Plan war jetzt, dass wir nach einer kurzen Besprechung gemeinsam bis vor das Elternhaus fahren und dort dürften wir dann auch laut sein. Was ich mir nur nicht ganz vorstellen konnte in dem Moment ist, ob das mit so einer großen Menge überhaupt funktioniert, weil das waren wirklich so viele Motorradfahrer, dass es gar nicht in meinen Kopf ging, dass wir zusammen hätten fahren können. Ich bin dann über den Parkplatz gelaufen und die Szenen will ich euch nicht vorenthalten. Weiß nicht ganz, was hier los ist, Digga. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen Aufschwung von Motorradfahrern gesehen, wie hier, Leute. Ich würde mal grob schätzen von den Rideouts, die ich schon kenne, dass es jetzt für gute Jahrhundert sind. Jede Art von Motorrädern, ob es Supersportler sind, Naked sind, ob es Harleys sind, ob es alte Maschinen sind, alles. Also wirklich alles, das ist komplett toll. Und das ist wirklich jetzt gerade, das ist ja süß, Digga. Das ist cool, das ist cool. Im Prinzip, Digga, bin mal ein Motorradfahrer, der verstorben ist. Und ich würde sagen, von den Leuten, die hier sind, haben vielleicht 2% gekannt, wenn überhaupt. Und jetzt sind einfach hier, Digga, wie viele Leute sind hier? 500, 600, die sich nur verbunden zu ihr fühlen wegen diesem Hobby. Na, wegen dem Motorradfahren. Es hört einfach nicht auf, dass hier Motorräder kommen. Es hört nicht auf, es kommt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Was eine kranke Scheiße ist das denn? An diesem Punkt war mir klar, dass ich es kein Stück bereuen werde, dass ich den Transporter extra gemietet habe und von Berlin nach Bremen gefahren bin. Denn ein Gefühl im Herzen und eine Sicht zur Realität, wie sie ist, wie du es dort kriegst, kriegst du nirgendwo. Es zeigt dir auf, was wirklich für Gefahren hinter diesem Hobby lauern und was passieren kann, wenn es doch mal schlecht endet. Die Menschen waren in Gedanken bei Finn und das hast du alleine beim Rüberlaufen über diesen Parkplatz gemerkt. Kurze Zeit später ging es dann los, alle haben ihre Motoren gestartet und ich dachte mir, ich gucke mir das Ganze nochmal genauer an, denn bis dieser Parkplatz leer ist, vergehen mindestens noch 10 Minuten. Es geht los, ihr seht, die Leute sind bewegen, die Leute sind unterwegs. Kannte doch der Erwin. Das ist ja so. Das ist ja einer begann zu rufen und einem geht los und die dritte Acht. Ah, das ist. Das dauert noch ewig. Die stehen sogar noch da vorne. Ey, das sind so viele Leute, so krank. Ja, machen ihre Motoren schon an. Das wird doch heiß oder mal. Nein. Na? Hallo, Jutti. Hallo. Glaubst du, ich komm da hoch? Hä? Glaubst du, ich komm da hoch? Ja, das war safe. Ja? Ja. Alter. Junge, das Baby. Alter. Das ist ja verrückt. So, jetzt geht los, oh, die fahren schon. Alter, ich bin verrückt. Lass ich. Oh, jetzt schon. Das hab ich noch nie, gesehen. So langsam ging alles in Rollen und ihr seht, was für eine unbeschreibliche Menge das war. Die Straßen waren schon gefüllt, während auf dem Parkplatz noch reiner Stillstand war. Tatsächlich hatte ich im Vorfeld schon mit den Veranstaltern geschrieben und einige Anmerkungen dagelassen, worauf sie unbedingt achten sollten. Mittlerweile war ich ja bei zahlreichen Rideouts dabei und konnte dadurch gute Advices geben. Und das ist wirklich krass zu sehen, wie unglaublich gut sie es bei diesem Rideout umgesetzt haben. Es hat alles funktioniert, es gab keinerlei Probleme. Wirklich Respekt da an die Organisation. Und bei all dem, was ich gesehen habe und bei all dem, was passiert ist in diesen eigentlich nur kurzen Minuten, sind die Emotionen durch diese unbeschreiblichen Gefühle doch etwas mit mir durchgegangen. Zum Motorradfahren gehört auch genau das, was hier passiert. Zusammenhalt, Gemeinschaft, Freundschaft. Genau das, was hier passiert, symbolisiert die Werte dessen, was wir alle durchleben. Es ist nicht einfach nur, yo, ich habe ein Hobby, ich fahre Motorrad, sondern es ist ein, ich fahre Motorrad, ich bin verbunden mit allen anderen, die das Gleiche teilen und ich weiß, dass alle anderen sich auf einen Sonntag auch einfach mal versammeln würden, wenn ich dadurch zu Schaden komme durch dieses Hobby. Es ist doch einfach das Beste, was dir passieren kann, dass du ein Hobby hast und teilen kannst, wo es
sowas wie das hier gibt. Digga, der Tod ist scheiße. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Und das Ableben von Menschen auch. Und das vor allem für Angehörige, für Freunde, sowas total schwer und nicht leicht in Worte zu fassen und nicht leicht zu durchstehen und zu durchleben, ist was, was für mich klar und logisch ist. Das ist nichts, was ich bestreiten will. Trotzdem, so hart es ist und so traurig oder so hart die Realität ist, ist das hier, diese Gefahr, die wir hier durchleben, gehört dazu. Der Tod ist leider ein Teil dessen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr 8 Freunde habt, einer davon in der Zeit, wo ihr mal Motorrad fahrt, stirbt oder einen tödlichen Unfall hat, ist hoch. Die ist gegeben. Das ist etwas, was so hart es ist, dazugehört und der Realität, der man jetzt aufgucken muss. Aber umso besser und umso schöner ist es doch, dass diese Realität so hier verarbeitet wird, mit einem Aufschwung wie diesem, mit einem Treffen, mit einem gemeinsamen Gedenken daran, wie gefährlich es doch sein kann. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie es anfühlt, ein Teil dessen zu sein, hier dabei zu sein. Hier ist einfach Kreuschen. Kreuschen, als denke ich, was? Hey, warte, ich hol hier. Da vorne, es hört gar nicht auf, wenn du nach vorne guckst. Der Horizont ist voll mit Motorrädern und hinter uns auch, es hört auch gar nicht auf. Nach einer ganzen weiteren Zeit der Fahrt wurde es dann vor dem Haus der Eltern von Finn besonders emotional. Als wir ankamen, haben plötzlich alle ihre Motoren aufholen lassen und das war ein Moment, wo ich einfach gespürt habe, was Finn für die Familie war. Es waren nicht nur 2-3 Leute da, sondern es war alles voll. Und das sind einfach krasse Bilder, oder? Man sieht einfach den Respekt und die Liebe, die diesen Tag geprägt haben. Guck hier, das ist das Liebeschen. Ich schwöre da hin, du siehst nicht mal, ob wir Gründer sind, ob die alle schon drauf sind. Das sind so viele Leute, die kommen hier, wahrscheinlich komme ich hier gar nicht durch. Okay, das ist was crazy. Marcel, Junge, ich kann da im Spaziergang, glaube ich, schon gerne nicht auf. Das ist so genügend, habe ich ja wirklich nicht gedacht. Trotz allem war die Atmosphäre nicht nur von Trauer erfüllt. Die Menschen, die sich trafen, sie waren froh und nicht nur traurig. Sie waren froh, zusammen zu sein, sich zu erinnern, in positiver Weise zu gedenken. Und genau so sollte es sein. Der Tod sollte nicht nur eine Zeit der Tränen sein. Es geht darum, die Erinnerung zu feiern, die positiven Momente im Kopf zu behalten. So würde ich es mir zumindest für mich wünschen. Und ich denke, das geht vielen anderen hier auch so. Ich habe mir ein schwarzes Bändchen von einem Mitfahrer des Wildouts organisiert, weil ich keins bekommen hatte und ich wollte unbedingt eins haben. So habe ich es damals auch schon beim Trauer-Wildout für Mitch gemacht. Und daher wollte ich es mir nicht nehmen lassen, auch bei diesem Wildout ein Bändchen an mein Motorrad zu klemmen, was dort bleiben wird, bis es von alleine abfällt. Ein Bändchen, das an Finn erinnert. Einer der wenigen Tage in einer Saison, welcher nicht von Freude, Gelächter und Spaß geprägt ist. Ein Tag, den wir größtenteils gemeinsam in Gedanken verbracht haben. Still nachdenklich und mit einem Gefühl für Gemeinschaft. Mit diesem Video hier möchte ich an alle Gefahren und vor allem an Finn gedenken. Schätzt bitte jeden Moment, den ihr mit euren Liebsten habt. Denn manchmal ist es schneller zu Ende, als wir uns vorstellen mögen. Der Tod ist unausweichlich. Jeder von uns könnte diesen Weg gehen. Jederzeit. Wir sind nicht nur Motorradfahrer. Manchmal streiten wir, manchmal regt sich der eine über den anderen auf und manchmal mögen wir vielleicht nicht so eingestehen, dass wir doch alle gar nicht so unterschiedlich sind, wie wir denken. Aber was uns alle in jedem Punkt verbindet, ist das Gefühl von Freiheit, wenn wir wieder den Wind spüren, unsere Hände am Gasgriff haben und den Moment voller Sorgen vergessen. Das ist, was uns alle eint, ob wir wollen oder nicht. Hiermit möchte ich auch noch einen großen Dank aussprechen für die unglaubliche Organisation dieses Tages. Sowas ist nicht selbstverständlich und sowas schafft nicht jeder. Großes Danke dafür. Und Finn, auch wenn du das von woanders hörst und wir uns nie wirklich gekannt haben, Ruhe und Frieden, Bruder. Fahrer fliegt laut Augenzeugen rund 30 Meter durch die Luft. Fahrzeug geht danach in Flammen auf. Am Ende
bleibt nur noch ein verkohltes Stück Metall. Der Motorradfahrer ist dann leider hier vor Ort verstorben.